Ihr habt noch Fragen zum neuen Nissan Leaf und die werden wir jetzt beantworten. Der Daniel hat da in den Kommentaren sogar schon ein paar ganz fleißig beantwortet. Offen geblieben ist dabei aber unter anderem, wie weit ist die reale Reichweite bei normaler Fahrt mit Klimaanlage? Also angegeben ist er ja 415 Kilometer laut WLTP innerstädtisch, 285 Kilometer kombiniert. Und der WLTP-Zyklus ist ja schon etwas härter als der NEFZ. Dementsprechend würde ich tippen, 260 Kilometer schafft er dann locker auch mit Klimaanlage. Wir haben jetzt, glaube ich, hier einfach noch nicht die richtigen Bedingungen gehabt, um das zu testen. Denn ich glaube, wir haben so plus minus 12 Grad, dementsprechend noch nicht genug, um die Klimaanlage richtig zu fordern. Wie lange braucht der, bis er komplett aufgeladen ist? An einer 22 kW Wallbox 8,5 Stunden per CHAdeMO. Ja, 40 bis 60 Minuten bis 80%. Das sind die Werte, die angegeben sind. Werte, die dann in der Realität umgesetzt werden, müssten wir auch verschieben auf den Moment, wenn wir ihn zu Hause haben, beziehungsweise an einer Wallbox haben oder an einem Steckplatz haben, um wirklich genau zu messen, wie lange er braucht. Aber ja, größere Batterie, dementsprechend muss man auch mit ein bisschen mehr Ladezeit rechnen als beim Vorgänger. Hat er eine Schnellladefunktion? Wir können bis 50 kW laden. Theoretisch kann CHAdeMO auch mehr, technisch gesehen. Es gibt aber im Leaf aktuell nur die Möglichkeit bis 50 kW. Wie lange hat der Wagen Garantie, beziehungsweise das komplette Fahrzeug, beziehungsweise die Batterie? Im Moment, da habe ich selbstverständlich die Zahlen dabei. 5 Jahre oder 100.000 Kilometer Herstellergarantie auf elektrofahrzeugspezifische Bauteile. Dann haben wir 3 Jahre bzw. 100.000 Kilometer Herstellergarantie auf die Allgemeinheit, also alles, was noch so übrig bleibt. Und 8 Jahre bzw. 160.000 Kilometer auf die Batterie. Ich hoffe, das war mehr so eine Fun-Frage. Wie verhält sich die Reichweite, wenn man mit 4 geöffneten Fenstern rumfährt? Konnten wir heute nicht machen. Nicht nur, weil es kalt war, sondern auch eigentlich die ganze Zeit geregnet hat. Wie lang ist der neue Nissan Leaf? 4,49 Meter misst er in der Länge. Was kostet der Nissan nur mit dem Nötigsten? Und ich bin ganz ehrlich, da verweise ich auf die Basisausstattung, die hier startet ab 31.950 Euro. Man kann dann auch noch ein paar Extras dazu wählen. Aber von dem, was man in der Serie schon mit drin hat, ist da eigentlich schon das Nötigste mit dabei. Ein ACC, ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Fernlichtassistent, ein Totwinkelassistent, ein Querverkehrwarner, also wenn man rückwärts rausfährt aus einer Parklücke, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, sowie der Fahrersitz höhenverstellbar, ein Kunststofflenkrad, ein Lenkrad, was höhenverstellbar ist und eine Klimaanlage mit Pollenfilter. Und 16 Zoll Felgen. Also mehr braucht man, glaube ich, eigentlich nicht. Wenn man mehr möchte, dann steigt der Preis quasi für Akzenta allerdings auch schon wieder auf 35.600 Euro. Weiter im Serienumfang sind dann eine Radio-CD-Kombi, 4 Lautsprecher, Keyless, elektrische Fensterheber, Servolenkung, ein 7 Zoll TFT-Display, also das Info-Tacho-Instrument. Wer dann quasi den Touchscreen möchte, der muss dann zu einer höheren Ausstattung greifen oder optional noch dazu kaufen. Wie ist der Verbrauch des Leafs bei Tempo 120, 130? Daher verhält er sich ähnlich dem Vorgänger, heißt pro halben Kilometer gefahrene Strecke verliert man ungefähr 1 Kilometer an Reichweite. Kann man die Ladung auch auf 80% begrenzen bezüglich Akku schonen, wenn man auf dem Berg wohnt etc. Wir haben gefragt, es gibt die Möglichkeit, das per Zeit zu begrenzen, also einen Timer einzustellen. Ich möchte nur 20 Minuten laden und danach möchte ich losfahren. Das gibt's. Aber die Ladeprozent zu begrenzen, die Möglichkeit gibt es nicht. Zumindest alle, die wir jetzt gefragt haben, haben Nein gesagt. Sollte dann noch mal etwas anderes kommen, dann findet ihr das angepinnt in den Kommentaren. Merkt sich der Leaf die Einstellung wie E-Pedal, Ein-, Aus- oder Eco-Modus steht? Also das ging darum, wenn man das Fahrzeug verlässt, abschließt und dann wieder herkommt, aufschließt und los. Ob die Einstellungen dann genauso sind wie vorher? Es gibt, sagen wir mal, unterschiedliche Meldungen dazu. Offiziell sollte das E-Pedal nicht direkt aktiviert sein. Wir haben es aber auch mehrmals probiert und es blieb dann immer aktiviert. Kann eventuell je nach Fahrzeug variieren, je nach Ausstattung. Also bei uns war es so, wir sind ausgestiegen und haben Eco-Modus und E-Pedal angelassen und danach war es auch so. Kann allerdings natürlich auch noch Fahrzeug anders sein. Dann gab es die Frage, ob es spezielle Leichtlaufreifen ab Werk gibt und um wie viel Prozent sich dann die Reichweite verbessert. Wir haben nachgefragt, es gibt keine. Es gibt eigentlich nur die, die mit der 16 oder 17 Zoll Variante drauf sind. Wir haben jetzt hier auf den 17 Zoll Felgen den Dunlop
EnerSafe EC300 und der sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Reifen, ist im Prinzip ein ganz normaler Energy Saver Reifen, so wie sie auch bei normalen konventionellen Fahrzeugen vorkommen, aber kein spezieller Leichtlaufreifen. Warum hat sich Nissan dazu entschieden, diesmal ein normaleres Design für den Leaf zu wählen? Das bezieht sich quasi mehr auf die erste Generation, denn die war eigentlich mehr für den japanischen Raum entwickelt. Somit hat man sich gesagt, okay, wir haben weltweit mit dem Fahrzeug Erfolg, so machen wir mal ein weltweites Design daraus. Dementsprechend sieht er jetzt so aus, wie er jetzt aussieht und nicht mehr quasi nur japanisch. Wie schnell regelt die Schnellladung wegen der Akkutemperatur runter? Eine genaue Antwort haben wir da nicht bekommen, aber sie regelt definitiv runter. Nur wie schnell ist nicht so ganz bekannt. Das regelt die Software einfach von selbst. Wenn man da wissen möchte, wie schnell, dann muss man da wirklich den japanischen Ingenieur finden, der das entwickelt hat. Wird es in Zukunft den Leaf auch mit 3-Phasen-Ladegerät geben? Es ist in Planung, man beobachtet den Markt, wie er sich entwickelt und man hält sich da die Karten offen. Es wird quasi entwickelt, allerdings kann man logischerweise jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, ob und wann das dann in Serie kommt. Das war's mit den Fragen. Ich hoffe, alle wurden zufriedenstellend beantwortet. Sollten noch welche offen sein, dann jetzt unten damit in die Kommentare. Und wir versuchen die dann so schnell wie es geht zu beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.